sieht gut aus. Hallo, ich bin Nick. Ich bin der führende Sicherheitsingenieur bei Cloudflare. Ich erzähle heute etwas über Heartbleed, wenn ihr euch deswegen schon langweilt. Im Besonderen rede ich über meine persönlichen Erfahrungen bei Cloudflare mit dem, was passiert ist, während Heartbleed, als es gerade rauskam. Und was danach noch passiert ist. Hat jemand bereits diesen Artikel gelesen? Das ist ein Ausschnitt aus The Verge. Es ist ein semi-authentisches Stück über das, was mit Heartbleed passiert ist. Ich will das kurz zusammenfassen. So, do you use DTLS? Benutzt Sie DTLS? Does anybody use DTLS? Nein, ich benutze es nicht. Benutzt es irgendjemand? Nobody uses Datagram DTLS. How about TLS Heartbeats? Wie sieht's denn aus mit TLS Heartbeats? Was ist denn ein TLS Heartbeat? I mean, at this point, barely anybody knew what this was. It was zu diesem Zeitpunkt wusste niemand wirklich, was das war. Es war ein sehr selten genutztes Feature. Die Antwort war, okay, sie sind dämlich und es ist ein Bug. Man sollte es einfach ausschalten. Okay, dann kompiliere ich einfach OpenSSL ohne Heartbeat neu. Ein paar Stunden später war Heartbeat ausgeschaltet und wir haben es ausgerollt. Wir sollten die Öffentlichkeit informieren gegen den 9. April. Dann haben die Leute gefragt, warum sollte man Cloudflare sagen? Lassen Sie mich kurz erklären, was Cloudflare macht. Wir sind ein Reverse Proxy. Das heißt, wenn Sie eine Webseite haben und hosten, dann sitzen wir davor. Wir schicken dann gecachten Inhalte an den User, aber das verringert den Load auf Ihrer Seite. Aber dazu muss unser Server näher an Ihrem Host sein als der Benutzer. Wir sind näher an den Benutzern als der normale Server. Das sind ungefähr 1 Million von Seiten auf Cloudflare, zum Beispiel Banken und große Klinikaustauschsysteme. Reddit zum Beispiel oder die Internet Talk Force und mehr. Viele Seiten. Und was Cloudflare macht, ist sehr einfach. Wir haben 3 Services. 2. Domain Name Server, HTTP und HTTPS, was bei OpenSSL gemacht wird. Und Nginx. Die Architektur ist sehr einfach. Jede Maschine, die wir haben, kann jede Seite ausliefern. Das heißt, wenn man an Heartbleed zurückdenkt, ist das hier ein wirklich, wirklich großes Problem, wenn man Heartbleed uns trifft. Wie dem auch sei, es hat sehr früh passiert. April der 7. um 10.27 Uhr, OpenSSL veröffentlicht diesen Advisory und wir wussten kurz davon, innerhalb von einer halben Stunde wusste jeder und eine Stunde später haben wir gesagt, dass wir sagen, unsere Kundenseiten sind gepatcht. Und es war etwas, es war ein Bug und es wurde größer und ungefähr eine Stunde nachdem es groß wurde, kam ein Tweet von Codenomicon und jeder weiß, was es ist. Das ist der nächste Tag. Es ist Heartbleed itself. Es wurde auf einmal eine Marke und es kam in die Massenmedien und es wurde ein wirklich großes Problem. Heartbleed.com hatte ein Logo und wurde mit der großen Nachrichtenseiten. Heartbleed Virus, haben gesagt. Und dann haben gesagt, es ist ein Heartbleed Virus da draußen. Und ich wusste, dass es wirklich schlimm wurde, als meine Mutter mich angerufen hat und gefragt, hey, was läuft denn hier? Also, es war eine relativ große Sache und wir waren fertig damit, diese ganzen Fehler zu beheben. Also haben wir Probleme, hatten wir genug Zeit in der Hand. Wir haben beschlossen, 3 Sachen zu machen. Also, zuallererst haben wir versucht, diesen Scanner, den Filippo hat, von Quetten zu machen. Außerdem haben wir unser ganzes Netzwerk in ein Honey
Netzwerk umgewandelt, dass wir sehen, was angegriffen wurde. Dann haben wir beschlossen, was wir über unsere Zertifikate machen. Und viele der Seiten, die wir machen, nutzen Zertifikate. Und wir hatten ungefähr viele Zertifikate. Und am Tag danach war es noch nicht wirklich klar, dass man die Zertifikate zurückrufen musste. Okay. Reden wir ein bisschen über diesen Heartbleed-Scanner, den Filippo gemacht hat, der in Cloudflare-Ingenieur war. Das ist in Go, man setzt den Benutzernamen, den Netzwerkname rein und der schaut, ob schlechte HTTPS-Heartbeat-Sachen sind. Und es sollte keine wirklichen Informationen veröffentlichen. Wir haben es auf Amazon gemacht und wir haben es hinter Cloudflare gemacht und wir haben vielen das ist, wie Filippos Server aussah. April 8 haben wir bis zu 120.000 Hits pro Minute gehabt. Das ist so gut wie nichts. Das ist die nächsten zwei Wochen. 2000 ist das ganz unten. Bis zu 10 mal so viel. 10 bis 20.000 Hits am Tag. 10 bis 20.000 Scans pro Minute für die nächsten Woche. Und wir hatten 200 Millionen Tests innerhalb der ersten zwei Wochen. Wir hatten dann den Scanner laufen. Und danke an Filippo. Er ist, glaube ich, hier im Raum irgendwo. Bitte steh doch mal kurz auf. Vielen Dank für das Tool. Jedenfalls, das ist, was wir dabei gefunden haben. In Anzahl der Domains, die betroffen waren, war es ziemlich übel. Das ist kurz danach, ein, zwei Tage danach, waren es bis zu 30% aller Seiten, die wir gescannt haben, waren verwundbar. Viele Leute haben das bei ihren automatischen Tests verwendet. Wir sind trotzdem relativ schnell runtergekommen auf eine sehr niedrige Zahl. Bei Cloudflare haben wir dann entschlossen, was sollen wir denn machen? Wir können im Prinzip jeden Heartbleed-Angriff versuchen zu loggen, der eine falsche Größe hat. Das sind unsere Logs vom April, dem 9. 69% aller Pakete hatten eine Größe von 16.384. Das werden Sie als eine Potenz von 2 wiedererkennen. Man erkennt es auch als eine Zahl, die in dem Tool SSL-Test.py hardcoded war. Deswegen kann man davon ausgehen, dass es von diesem Tool generiert wurde. Viele der Pakete, die wir gefunden haben, haben das Nulllängen-Paket benutzt. Eine Woche später war es ungefähr dasselbe. Es gab viele Leute, die das im großen Stil als Angriff gegen verschiedene Webseiten ausgenutzt haben. Und 20% waren immer noch Filippos Tests. Viele Leute waren einfach nur interessiert daran, die gleichen Tests auszuführen wie Filippo. Nur 1% der Scans von Filippo war gegen Cloudflare gegangen. Hier haben wir eine IP-Landkarte. Man sieht hier merkwürdige Spitzen, die man auf Island zum Beispiel sieht, da sollte man nicht zu viel reinlegen. Ich halte nicht so viel von solchen IP-Karten. Warum ist das jetzt so gefährlich? Warum war Heartbleed so schlecht für uns? Es geht hier um ein Ebenen 6-Problem im OSI-Layer. Man loggt normalerweise nicht Handshakes. Wenn man jetzt 64 KB vom Speicher eines Servers abgreifen kann, dann hat man möglicherweise TLS-Privatschlüssel mit erhalten. Wenn man sich jetzt dieses Diagramm anschaut, das ist eine Heatmap. Alles, was oberhalb von dem Heap ist, konnte man theoretisch
abgreifen, unter anderem Passwörter, Cookies. Die Frage ist, was war da wirklich drin? So we looked at the code. Also haben wir uns den Code angesehen von OpenSSL. Was sagt der Code? Der Code sagt, das kann eigentlich gar nicht passieren, zumindest nicht in Nginx. Der Schlüssel wird gleich geladen und müsste deswegen auf dem niedrigsten Level des Stacks liegen. Das heißt, jedes Mal, wenn ein neuer Request reinkommt, müsste der Speicher dafür weiter oben im Stack liegen. Jetzt ist Nginx single-threaded, das heißt, es kann nicht passieren, dass ein anderer Thread zwischendrin irgendwie in den Speicher reingreift und es dann trotzdem ausliest. SSL ist benutzt viel Speicher und die ganzen kryptografischen Speicher werden von SSL sofort überschrieben, wenn es nicht mehr benötigt wird. Also das haben wir zumindest gedacht. Wir waren nicht sonderlich sicher als bei Cloudflare. Ich habe nur auf ein bisschen Code geschaut, warum haben wir diese Cloudflare Heartbeat Challenge gestartet. Wir haben geschaut, ob man eine Antwort davon kratzen kann. Wir hatten einen Standard Nginx außerhalb eines Cloudflare mit einem problematischen SSL-Version. Und wir haben Sie alle gebeten, versucht es zu finden. Schaut, was wir gemacht haben. Und den Beweis zeigen uns eine Nachricht, die mit diesem privaten Schlüssel signiert wurde. Also das haben wir gefunden. Die ersten Stunden war Trolling. Und Sie sich vielleicht schon vorstellen, wenn irgendwie anscheinend das gemacht zu haben hier. Hauptsächlich irgendetwas, was auf der Seite war, wurde in die Speicher geladen. Und Leute haben private Schlüssel gepostet und Sachen, die so aussehen, wie zum Beispiel mein Name oder Passwortdatei. Also jeder war sehr durcheinander. Da ist ein privater Schlüssel. Aber es war nicht der wirkliche Schlüssel, bis wir das hier gesehen haben, diesen Tweet. Und wir haben nachgeschaut, das ist unser Büro und wir schauen auf den Bildschirm und ja, er hat das gelöst. Also herzlichen Glückwunsch zu Fedda. Er war nicht der Einzige. Das hier waren die, die es in ungefähr den ersten 24 Stunden geschaut haben. Irgendwie in den ersten 48 Stunden haben es 12 Leute gefunden und haben einen Beweis zu uns gesendet. Okay. Immer noch kann man private Schlüssel machen? Ja. Wir haben es innerhalb von 10 Stunden bewiesen, dass private Schlüssel absolut sicher waren. Wir haben geschaut, wo in Memory die Sachen gespeichert sind und schon geschaut, wo die privaten Schlüssel am Anfang gespeichert sind, aber die waren nirgendwo in derselben Position. Okay, wie wurde das jetzt wirklich gemacht? Es war ein zweiter Fehler in OpenSSL. Es hat sich herausgestellt, es gab noch einen zweiten Fehler in dem Code. Wie hätte man sich das nur denken können, wenn man sich den Code anschaut? Wenn man sich den Speicher ansieht von so einem Request, dann sieht man, all die Stellen, die rot markiert sind, sind mögliche Privatschlüssel. Das ist der Code, den wir verwenden, um den Müll hinterher auch wieder aufzuräumen. Und verschiedenen Fällen in der Montgomery-Multiplikation wurden einfach nicht die Zwischenergebnisse wieder gelöscht danach. Deswegen lassen Sie mich kurz erklären, wie es funktioniert in RSA. Also man hat verschiedene Dinge, unter anderem einen Privatschlüssel, das nennt man den, das ist der private Exponent D. Dazu gibt es noch die öffentlichen Schlüssel, das ist PQ, das ist mit dem öffentlichen Exponenten E. Wenn man Teile davon kriegt, hat man schon den ganzen Schlüssel. Das heißt, die Leute haben jetzt einfach jeden 128-Byte-Block genommen, den sie gefunden haben, und haben ihn durch den RSA-Modul geteilt. Wenn es sich teilen ließ, dann hat man den Faktor gefunden. Von den 10 Leuten, die uns eine Lösung geschickt haben, haben 9 Leute es auf diese Art und Weise gelöst. Das, wenn man eine Größenanzahl an Requests schickt, bis zu 10.000, dann hat man gelegentlich einfach Glück. Dann gab es noch eine Lösung von Rubing Su, der hat die Coppersmith-Attacke gefahren. Dazu muss der öffentliche Schlüssel klein sein. Man braucht aber nur 60% des öffentlichen Schlüssels P oder Q. Es funktioniert aber wirklich nur, wenn der öffentliche Exponent klein ist.
Und der öffentliche Exponent bei RSA ist immer klein. Und er hat es innerhalb von 50 Anfragen gelöst. Das war richtig interessant. Okay, private Schlüssel sind weg, sind veröffentlicht. Okay, was bedeutet das? Revocation Time, Zurückrufzeit. Okay, das Internet wurde dafür gebaut, sowas zu machen. Die diesen öffentlichen Schlüssel und dann werden Leute ihre Schlüssel die ganze Zeit zurückrufen. So designen wir das System. Okay, das waren hauptsächlich wir. Aber hauptsächlich war das Cloudflare, was das ganze Netzwerk zurückgerufen hat. Unten sind die zurückgerufenen Zertifikate und das ist April 7. Das war, als alle ihren Schlüssel zurückgerufen haben. Der grüne Spitz, das ist, als Cloudflare ihre Schlüssel zurückgerufen hatten. Und sie die ganzen Zertifikate zurückgerufen haben, haben wir festgestellt, dass es nicht wirklich viel bedeutet. Dieselben Zertifikate wurden weiterhin von den Browsern akzeptiert. Wir können kurz nochmal reinschauen. Es gibt drei Methoden, wie man das Schlüssel zurückruft. Diese Zurückrufen von Schlüsseln werden von diesen drei Methoden gemacht. Okay, zuerst ist es eine Zertifikat-Zurückrufungsliste. Es ist einfach nur eine Datei mit einer Reihe von Zertifikaten, die zurückgerufen werden. 100.000 Zertifikate zurückzurufen zerstört diese Liste. Diese Liste von Global CLR wuchs von 22 Kilobyte zu 4,7 Megabyte und 30 Gigabit pro Sekunde und 100 Gigabit pro Sekunde. Das war sehr problematisch. Glücklicherweise für Global Signing war Cloudflare vor ihren Servern, aber ja, sonst wären sie in die Knie gegangen. Wir können damit umgehen. Alle drei Stunden waren diese Wellen und das ist darüber, wie CLRs auf anderen Seiten abgedatet wurde und wie Internet Explorer die runterlädt. Und das ist ziemlich stark. CRL ist kaputt. OSCP, Online-Zertifikat-Status-Protokoll, das ist Frage-Antwort, ist dieses Zertifikat zurückgezogen, ja oder nein? Es ist ziemlich kaputt. Chrome weiß das schon seit einer Weile und überprüft es nicht. Und wenn man wirkliches Problem hat, dann kann man spezielle Probleme nicht machen. Wenn man nur ein leicht kleines Problem hat, kann man einfach auf dem Weg diesen Zertifikat fallen lassen, also diese Überprüfung fallen lassen. Und darum hat es nicht wirklich funktioniert über der reinen OCSP. Und wie war das jetzt mit CRLS-Sets? Das ist die Version von Google. Google sammelt alle Certificate-Listen und macht sie alle zusammen und steckt sie in den Browser. Das heißt, man kriegt neue Updates mit dem Browser. Okay, nicht alle Listen, aber spezifische Zertifikate. Und das ist, was wir herausgefunden haben. Sie machen nur manche. Sie fragen nur manche. Und wenn der Browser kein Update bekommt, dann kriegt man auch keine neue Liste. Und das ist auch ziemlich problematisch. Also Cloudflare hat die ganzen zurückgerufen und es war kein EV-Zertifikat, aber Chrome hat es auch trotzdem zurückgezogen. Aber keins der 100.000 plus Cloudflare-Zertifikate waren in dieser Liste. Also war im Endeffekt nur ein Hack, dass diese eine Seite zurückgerufen wurde. Das waren die effektivsten vier Zeilen von Zertifikaten in Chromium. Das ist ein Hack, das kann man nicht so anwenden. Aber das ist, wie es gemacht werden sollte, weil es keine möglichen Wege gab, diese Zurückrufen durchzuführen. Das Zurückrufsystem ist kaputt. Also, was können wir machen? Okay, es gibt kürzere Zeit, die die Zertifikate gültig sind, machen kann. Das heißt, man muss nicht die alten Zertifikate sehr lange speichern in diesen Listen von zurückgerufenen Zertifikaten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass der Server diese OCSP-Listen weitersenden muss. Das könnte dieses auch lösen, aber die sind alle nicht weit angewendet und werden nicht häufig benutzt.
Okay, also zusammenfassend kann man sagen, dass wir drei Sachen gemacht haben nach Heartbleed. Wir haben dafür gesorgt, dass der Scanner läuft. Wir haben unsere Seite in einen Honeypot verwandelt. Und wir haben festgestellt, dass man Zertifikate auf jeden Fall zurückrufen muss. Es gibt keine Ausrede, es nicht zu tun. There's a lot of takeaways from Heartbleed, right? Es gibt mehrere Sachen, die man noch darüber lernen kann. Ich will nicht derjenige sein, der allen Leuten erklärt, was man tun sollte, aber bei Open Source ist Veröffentlichung relativ schwierig. Es war das erste in diesem Jahr, wo wir festgestellt haben, dass noch viele weitere kommen sollten. Andere Sachen, die offensichtlich sein sollten, aber offensichtlich nicht waren. Niemand, der OpenSSL 1.0 installiert hatte, wollte Heartbleed. Von daher sollte es als Schlussfolgerung sein, dass man Features, die man nicht unbedingt braucht, standardmäßig deaktiviert. Dann natürlich erwarte das Unerwartete. Das ist zwar immer wahr in der Computersicherheit, das sollte man immer erwarten, aber das kam trotzdem mal wieder mal als Schock. Viele der Angriffe, die wir gesehen haben, und wir haben viele gesehen, waren eigentlich nur Scans, die sehen wollten, ob die Seiten funktionieren und ob sie verwundbar waren. Crowdsourcing war effektiv. Das ist ein sehr beruhigendes Zeichen. Ist jemand hier in der Runde vielleicht jemand, der die Cloudflare Challenge gewonnen hat? Wenn ja, dann bitte jetzt den Arm heben. Okay, ich sehe niemand. Ich habe leider keine Brille dabei. Wenn, dann viel Glückwunsch auf jeden Fall. Und das Letzte ist natürlich, Rückruf braucht eine Lösung. Was jetzt daraus lernen, ist, dass wir OpenSSL unterstützen müssen. Das ist eine... I messed up my microphone there, but... Ich muss das Mikrofon hier festhalten. Thanks. Vielen Dank. No, really. I mean, wirklich, das ist ein Teil von unserer kritischen Infrastruktur der ganzen Welt und nicht nur der Webseiten, sondern auch von anderen Sachen, wie zum Beispiel in eingebetteten Geräten. Und diese Leute brauchen Unterstützung. Also bitte unterstützt OpenSSL. Und damit bin ich fertig. Okay, quick announcement before we start the Q&A. If you are going to leave the room, please get up now, go out quietly without talking, so we can do wenn the Q&A. Okay, wir fangen jetzt. Den Raum noch verlassen wollen, machen Sie es bitte. Also, im Moment können Sie aber den Raum nur verlassen. Okay, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitte kommen Sie zu den Mikrofonen. Wir fangen an mit Mikrofon Nummer 1. Du machst Fragen? Okay, nicht wirklich eine Frage. Vielen Dank für das Gespräch. Präsentation. Wir haben diese Sache verfolgt, also über das Papier, das Sie vorher veröffentlicht haben. Es fehlen irgendwie noch ein paar Informationen. Zuerst Angriffe innerhalb der ersten 24 Stunden nach dem Disclosure waren wir. Wir haben nicht wirklich angegriffen. Wir haben den Scanner angefangen, daran zu arbeiten innerhalb von 24 Sekunden und wir haben diese Region gezeigt. Wir haben verschiedene Methoden ausprobiert und wir haben, während wir gearbeitet haben, dass möglicherweise Firewalls veröffentlicht werden, innerhalb von denen oder die manche Pakete stoppen. Das heißt, wir haben verschiedene Pakete in jedem Anfrage gemacht. Also das war auch einer der Scanner, die Sie da entdeckt haben. Noch eine kurze Unterbrechung, wenn Sie gehen auf der Basis, bitte benutzen Sie nur die vorn links und vorn rechts die Tür. Wenn Sie da oben sind, können Sie irgendeine Tür benutzen, aber wenn Sie hier unten sind, bitte benutzen Sie nur die Tür vorne rechts und vorne links. Does your mic work yet?
Hello? Yes. Okay, geht mein Mikrofon. Yep, thanks for the comment. I don't think I saw anything. Vielen Dank für den Kommentar. Ich kann leider nicht sagen, ob ich das speziell gesehen habe, aber das ist eine von den Sachen, wo es sehr schwer ist zu sagen, ob es jetzt ein bösartiger Angriff ist oder ob es sich einfach nur um einen Scan handelt. Wir haben einfach nur den Host gesehen und da hat uns unter Umständen die Information gefehlt, was der Hintergrund davon war. Microphone number two, please. Hello. Mikrofon 2, bitte. Hallo, ich habe eine Frage über Cloudflare. Könnten Sie bitte aufhören, Tor-User zu benutzen? Also blockieren? You make the internet more central every day. All the fancy home. Sie machen die Seiten zentraler jeden Tag und diese Arbeit ist so ein kleines Problem und Sie können das so einfach machen, aber Sie blockieren alle Tor-Benutzer. Danke, wir denken drüber nach. Wir denken darüber nach, ob wir eine Lösung dafür finden können, wie wir mit Tor umgehen. Das Hauptproblem ist, dass Tor einfach eine unglaubliche Spam-Quelle ist für Webseiten und es ist sehr schwierig, durchzusuchen, was davon gut und was davon schlecht ist. Warten Sie ab, dieses Jahr werden wir noch etwas präsentieren, wie wir mit Tor-Usern umgehen wollen. Next up, we have a question from our Signal. Nächste Frage von unserem Signal Angel über Internet Relay Chat. Da die maximale TLS-Länge 16 Kilobyte ist, wie konnte man 64 Kilobytes zurückbekommen? You can split a Heartbleed request. Man kann einen Heartbleed request über mehrere Pakete aufspannen. Ich bin ziemlich sicher, dass es so funktioniert hat. Microphone number one, please. Mikrofon 1, bitte. Was ist Ihre Meinung über LibreSSL? Go for it. Sag du. Ich bin nicht sicher, ob ich die qualifizierteste Person bin, um darüber zu reden, aber ich glaube, es ist wirklich gute Absichten dahinter. Ich glaube, die Gemeinschaft hat erkannt, dass da große Probleme, vor allem bei der Maintainability, sind bei OpenSSL, aber ich bin nicht sicher, ob der Ansatz der richtige ist. Ich denke, es funktioniert dahingehend, dass sie ihr Ziel erreichen werden, das sie haben. Es gibt inzwischen eine öffentlich übertragbare Version für andere Betriebssysteme außer OpenBSD und es ist deutlich sauberer Quellcode und OpenSSL versucht immer noch viel zu viele alte Systeme wie Windows 16-Bit-Systeme zu unterstützen und die Unverträubarkeit wird noch für eine Weile dabei bleiben. Ich stimme Ihnen zu, dass OpenSSL eine wirklich große Anzahl an Plattformen unterstützt, aber die große Zahl an neuen SSL-Bibliotheken, die rausgekommen sind, Patches untereinander austauschen. Insofern muss man das in der Gesamtsicht sehen. Hallo, vielen Dank für eure Gespräche. Sie haben beide Zahlen, die kleiner werden und später wieder größer werden. Können Sie das erklären? Ich glaube, es gab einfach kleine Spikes, dass Leute kamen und gingen. Ich glaube nicht, dass Seiten wirklich nachträglich verwundbar wurden. Ich glaube eher, dass es Artefakte von der Messung sind. Ich glaube nicht, dass es wirklich große Sprünge gab. Aus den Daten, die ich vorhin gezeigt habe, aus Filippos Scanner, es war nicht so, dass immer die gleichen Domains an jedem Tag gescannt wurden. Insofern kann es schon sein, dass wir immer einen anderen Subset hatten. Vielen Dank und bitte geben Sie uns einen Redner.